Hallo, meine Lieben und willkommen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören und das wäre mal meine erste wichtige Frage, ob das auch so ist. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, die Elli hört mich, sagt sie mich. Jetzt brauche ich das noch von den anderen Teilnehmern, von den vielen, vielen, die da sind. Das war eben wieder mal so ein Webinar, wo wir nur eine E-Mail rausgeschickt haben und dann haben sich gleich ganz viele angemeldet, weil ich einfach weiß, was das für ein unglaubliches Thema ist. So bin ich auch ursprünglich zur Ernährung gekommen, über meinen Heißhunger auf Süßes. Und deswegen, die Gitti sagt, sie kann mich hören. Sehr schön. Dann können wir ja loslegen. Ja, das war für mich ein ganz wesentliches Thema am Anfang. Und ich weiß noch, wie erleichtert ich mich gefühlt habe, als ich gemerkt habe, wie einfach es ist, Heißhunger auf Süßes abzustellen. Und es ist auch eines der Hauptthemen, warum Leute eigentlich bei der Faustformel landen. Das ist etwas, was wir ganz gut können. Also, ich muss jetzt nur wieder meine Präsentation kurz finden hier. Jetzt, da bin ich schon. Sehr schön. So, also, ihr könnt mich hören, wir können loslegen. Ihr habt den Chat nebenan. Ich schaue da so halb mit, aber ich habe heute auch mein Team dabei. Die werde ich euch dann gleich nochmal vorstellen. Also, wenn ihr euch wundert, ihr seht mich nicht, ihr hört mich nur. Ihr seht meine Folien hoffentlich. Und wir haben auch das Team dabei. Die Julia und die Elli sind heute da. Und falls es im Hintergrund bellt, das liegt am Cookie, der ist heute auch da. Und die werden die Fragen ein bisschen filtern für mich. Ich werde ein bisschen mitschauen. Und deswegen wäre meine große Bitte, dass ihr nicht untereinander quatscht und den Chat dafür verwendet, sondern nur, um mit uns zu kommunizieren, also an uns Fragen zu stellen oder zu kommentieren, wenn es irgendwas ist in der Präsentation. Und am Ende, ich werde schauen, ob ich ein bisschen mitschauen kann und sonst würde ich die Fragen dann am Ende beantworten, wenn noch was übrig bleibt. Sehr gut. Okay, dann lasst uns loslegen. Es geht heute um das Thema Heißhunger, also vor allem die Ursachen für Heißhunger auf Süßes. Vor allem tritt es am Abend oft auf, aber auch sonst, also auch ganz am Nachmittag oder manchmal schon am Vormittag. Wie man sich Süßigkeiten abgewöhnen kann, weil viele von euch wollen vielleicht abnehmen oder sich gesünder ernähren und scheitern dann daran, dass sie an den Süßigkeiten nicht vorbeikommen oder an den Chips. Also wenn ich jetzt Süßigkeiten sage, dann meine ich immer all die Dinge, die man nicht essen wollte und dann an denen man nicht vorbeigekommen ist. Ja, also was immer das, ob das jetzt Schokolade sind oder Chips oder Popcorn oder was immer das sein mag, das ist, läuft noch alles nach den gleichen Prinzipien ab. Was man tun muss, wenn man das Gefühl hat, ständig etwas essen zu müssen. Also das ist, es gibt viele, die sagen irgendwie, ich würde gern Abstände zwischen den Mahlzeiten machen oder weniger oft essen, aber ich habe das Gefühl, ich wäre irgendwie nie richtig satt. Und was man gegen Heißhunger auf Süßes allgemein tun kann. Und die kurze Antwort wird sein, es ist besser, ihn zu verhindern, als ihn zu stoppen. Aber das besprechen wir noch ganz genau. Mein Ziel für heute, für euch ist, euch einmal wirklich klar zu machen, dass ihr versteht, das ist nicht deine Schuld, wenn du bei Heißhunger das Falsche isst. In den allermeisten Fällen ist Heißhunger, und ich meine jetzt bei Heißhunger, das ist, verwende ich jetzt diesen Begriff so für alles, was ihr Gier oder in Österreich sagt man mal Gusta oder einfach, wenn man sich vorgenommen hat, das nicht zu essen und dann trotzdem nicht dran vorbeikommt. Das meine ich jetzt mit Heißhunger. Ja, das verwende ich jetzt den ganzen Abend so. Also wann immer ihr das wenn ihr das hört, Heißhunger, dann meine ich nicht nur Fressattacken, aber die sind damit auch gemeint. Es geht darum, dass in allermeisten Fällen, ich sage mal 80 oder 90% der Heißhungerattacken sind, haben körperliche Auslöser. Und die kann man meistens ganz schnell in den Griff kriegen. Wir machen regelmäßig jetzt auch für Faustformel zuckerfrei, das ist unser 7-Tage-Kurs, Gruppenstarts. Und da hatten wir kürzlich gerade wieder einen. Und nach 3, 4 Tagen sagen die Leute einfach, ja, ich kann plötzlich, sind mir Süßigkeiten egal. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr schmecken. Ja, sondern nur, dass man einfach ganz entspannt dran vorbeigehen kann. Und darum geht's ja. Also da hat den größten Teil körperliche Auslöser. Man löst es, vor allem will ich euch erklären, dass man es nicht löst, wenn er schon da ist, sondern eher, indem man ihn verhindert. Und ich möchte auch zeigen, dass das Faustformelsystem echt der einfachste Weg ist, das auch einfach abzustellen. Und das ist so wahnsinnig befreiend, weil man nimmt sich ja vor, sich besser zu ernähren. Und dann glaubt man immer, man scheitert an seiner Disziplin und dass man einfach, man hat das Gefühl, man ist nicht gut genug und alle anderen können das. Und wenn man aber ein paar einfache Werkzeuge hat, dann kann man das einfach abstellen und man kann dann wieder bewusst genießen oder bewusst nicht essen, aber man ist mit diesen Süßigkeiten nicht ständig ausgeliefert, Entschuldigung. So, ich habe auch noch zwei kleine Geschenke zum Schluss, die möchte ich jetzt schon ankündigen. Das heißt, wer brav dabei bleibt, kriegt auch noch eine kleine Belohnung von mir, nur damit ihr das auch schon wisst. So,
Wer mich nicht kennt, wir haben ein paar ganz neue Menschen dabei, das weiß ich. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin. Also ich habe das richtig gelernt und mache jetzt das, wir haben gerade heute nachgerechnet, seit 15 Jahren diesen Job. Die meisten in Österreich kennen mich, weil ich dort lange im Fernsehen war und habe da so Hauptabendsendungen gemacht in, glaube ich, 9 Staffeln waren es im Endeffekt, waren über 80 Hauptabendsendungen. Es hat geheißen, du bist, was du isst oder Österreich ist besser. Ich habe dann auch Bücher geschrieben, 5 Bücher und Hörbücher und war in Österreich eine sehr erfolgreiche Autorin. Und mache jetzt seit 2012 zusammen mit meinem Team die Plattform faustformel.com. Und also das bin ich. Dann haben wir die Elli, die ist Kommunikationswissenschaftlerin. Dann ist die Julia, die ist Ernährungspsychologin. Sehr hilfreich, weil gerade so das Thema Fressattacken, Heißhunger und so, das ist genau ihr Thema. Dann haben wir noch eine Ernährungswissenschaftlerin im Team, die Sandra. Und das ist der Cookie, der ist heute auch da. Also wenn es im Hintergrund laut wird, dann liegt es daran, dass er sich nicht so ganz zurückhalten kann. Okay, das ist unsere Küche in München, das bin wieder ich. Also wenn ihr, werdet viele Videos auf der Plattform sehen aus unserer blauen Küche, die ist in München. Und da, aber wir sind als Team verteilt, also die anderen sind zum Beispiel in Wien und ich bin derzeit in München. Ich habe aber früher auch Kurse geleitet, also Seminare zum Beispiel in Hotels und sehr lange, also einige Zeit lang auch in der Therme Leupersdorf. Und da war auch immer Heißhunger auf Süßes ein Riesenthema. Das war so das, der Grundtenor meiner Kurse. Da ging es immer um Abnehmen. Das Wichtigste war, dass wir mal den Heißhunger auf Süßes abstellen. Und oder die Gier auf alles Mögliche natürlich. Und als wir diese Kurse organisiert haben, haben wir in einem sehr guten Thermenrestaurant das Essen gekriegt. Es war natürlich mit mir alles abgesprochen. Und dann hatten wir den Raum, in dem wir gegessen haben. Und dann mussten wir uns die Vorspeise, Salatbuffet selber holen. Und dann mussten wir immer quasi von diesem Raum rübergehen zum Salatbuffet. Mir ist es gar nicht aufgefallen, als wir das festgelegt haben. Da mussten wir am Kuchenbuffet vorbei. Und dieses Kuchenbuffet, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen in Wahrheit. Und unweigerlich, ich wusste es dann schon, dass es auf mich zukommt, jedes Mal bei der neuen Gruppe ging die Jammerei los am ersten Abend und dann am ersten Tag noch zum Mittagessen. Ma, das ist gemein und ma, schau, wie gut das ausschaut und na und überhaupt. Und es ging halt immer nur dieses Thema, wie gemein das ist, dass man am Kuchenbuffet vorbei muss zur Salatbar. Und bis am zweiten Tag war das dann allen wirklich schon egal und auch das, der Heißhunger auf Süßes abgestellt, weil natürlich, wenn ich das Essen zusammenstelle und die von mir ernährt werden, stimmen dann die Portionen auch. Und da darf sich jeder immer satt essen, das ist ganz wichtig bei der Faustformel. Aber das Wichtige war, also mir haben sie danach erzählt, dass sie am ersten Tag am Nachmittag, die haben dann am Nachmittag frei gehabt und konnten in die Therme gehen. Und dann waren sie in der Therme und dann haben einige berichtet, dass sie da gelegen sind und sich überlegt haben, ob sie nicht doch raufgehen sollen zum Kuchenbuffet und sich nicht doch das holen. Und dann haben sie Angst gehabt, dass ich sie vielleicht sehe und dass sie da ein schlechtes Gewissen haben. Und haben so den ganzen Nachmittag ständig an dieses Essen denken müssen und dann dauernd mit sich gehadert, sollen sie nicht, was machen sie. Und ich kenne das von früher, dass Essen so einen wahnsinnigen Stellenwert hat und man die ganze Zeit nur da und sich die Gedanken drum drehen, soll ich nicht, aber hole ich mir das, hole ich mir jetzt nicht, aber ich sollte nicht, aber ich wollte nicht und dann tut man es doch und dann hat man ein schlechtes Gewissen, dann kommt es, jetzt ist es eh schon egal, jetzt habe ich eh schon versagt, dann haut man sich aus Frust noch mehr rein, hat ein noch schlechteres Gewissen und so ist ein extremer Teufelskreis, der sich um Süßigkeiten und Heißhunger dreht, der mit sehr viel Schuldgefühlen verbunden ist. Und um die Geschichte noch fertig zu erzählen, durch die Bank haben sie mir alle berichtet, ab dem zweiten Tag war das vorbei. Das ist eben das, was viele Menschen nicht verstehen oder also nicht wissen, woher sollen sie es auch wissen, dass sehr viel, was in unserem Körper und unserem Kopf auch sich abspielt, körperliche Ursachen hat. Und wenn man die mal ausräumt, dann bleibt nur noch relativ wenig anderes übrig, Gewohnheiten und schon natürlich kann man aus Frust essen, das sage ich gar nicht, dass es das nicht gibt, aber wenn die körperliche drunterliegende Ursache mal weg ist, ist der Rest sehr viel einfacher. Und darum geht's heute, okay? Also, heute geht's darum, wie einem der Kuchen und die Schokolade und die Chips egal werden, aber trotzdem noch schmecken. Also die Leute sagen, ja, aber es schmeckt mir noch immer. Und sie sagen, natürlich schmeckt es noch immer. Schokolade wird dir hoffentlich immer schmecken. Die Frage ist nur, bist du ihr ausgeliefert und du musst sie jeden Tag unweigerlich essen oder kannst du es genießen, wann du es dir gönnst?
Und dann sagst du zweimal die Woche, aber jetzt gönne ich mir ein Stück Schokoladekuchen oder die Packung Chips oder was immer es ist. Oder bist du dem wie eine Drogensüchtige ausgeliefert? Darum geht's. Okay, also um einmal zu klären, wie man das verhindert, muss man wissen, was die Ursachen von Heißhunger sind. Und da gibt's drei sehr häufige körperliche Auslöser und die möchte ich nach und nach besprechen. Das erste ist für mich einmal die Blutzuckerachterbahn. Ja, die Blutzuckerachterbahn, Entschuldigung. Im Normalfall hat euer Körper 1 bis 2 Teelöffel Zucker im Blut gelöst. Ja, das ist der Blutzuckerspiegel. Und das ist 1 bis 2 Teelöffel Zucker, ist ja nicht wahnsinnig viel. Also in einem ganzen Körper schwimmen nur 1 bis 2 Teelöffel Zucker herum. Und der Körper hätte ganz gerne, dass es so bleibt, so ein bisschen auf, ein bisschen ab, ein bisschen auf, ein bisschen ab. Und da fühlt ihr euch wohl, da könnt ihr euch konzentrieren, da seid ihr ausgeglichen und ganz wichtig auch, wer das möchte, da verbrennt man auch Fett. Das ist das, was die meisten von euch den ganzen Tag aufführen. Es liegt daran, dass ihr entweder nicht frühstückt oder falsch frühstückt und dann geht es mal schon los. Und sagen wir mal, ihr esst in der Früh ein Schwarzbrot mit Butter und Marmelade. Schwarzbrot mit Butter oder Graubrot, wie das manchmal in Deutschland auch heißt, mit Butter und Marmelade. Das hat circa, also ein Brot mit Butter und Marmelade hat circa 230 Kalorien. Die Kalorien sind uns beim Faustformelsystem total egal. Weil Kalorien sind ein ganz schlechtes Maß dafür, ob man etwas essen soll oder nicht, weil es uns gerade von den gesunden Sachen nämlich leider wegführt. Und deswegen ignorieren wir die Kalorien. Ich brauche sie hier nur für den Größenvergleich. Ja, also wir haben gesagt, 1 bis 2 Teelöffel Zucker im Blut und 1 bis 2 Teelöffel Zucker haben 15 bis 30 Kalorien. Das ist also nicht wahnsinnig viel. Das Brot hat jetzt 230 Kalorien und das meiste davon ist schon Zucker oder kann in Zucker umgewandelt werden. Also die Marmelade ist Zucker und das Brot ist ja Stärke und die Stärke wird auch in Zucker umgewandelt im Körper. Jetzt kommt also, statt dass wir jetzt 15 oder 20 Kalorien im Blut haben als Zucker, kommen jetzt 200 daher. Und das kann der Körper irgendwie, damit kann er schwer umgehen, wenn so ein Schwall daherkommt, so auf einmal. Und da schüttet er Insulin aus und alles, was Insulin macht, ist ein Hormon und das Hormon ist ein Botenstoff und er sagt nur den Zellen, du mach auf, lass den Zucker rein. Weil im Blut ist der Zucker gefährlich, so hoch darf der Blutzucker nicht steigen, weil wenn der Zucker im Blut bleibt, macht er uns die Gefäße kaputt. Der Grund, warum Diabetes so eine gefährliche Krankheit ist, weil der Zucker nicht mehr aus dem Blut raus kann und dann eben die Augen kaputt macht und die Nieren und deswegen kann man da auch blind werden, man kann auch dran sterben. Und deswegen sagt der Körper, okay, raus mit diesem Zucker, schnell weg, in die Zellen, wo wir ihn brauchen können, da können wir dann Energie draus machen. Okay, also in die Zelle, das macht das Insulin. Insulin sagt, hey Zellen, macht auf, lasst den Zucker rein. Es kommt aber ein ganzer Schwall, das heißt, es kommt nicht nur ein bisschen Insulin, sondern es kommt ganz viel Insulin, weil der muss ja schnell weg. Und dabei überschießt der Körper ganz gern sein Ziel. Das heißt, der Blutzucker steigt an und fällt dann sehr schnell ab. Und das haben nicht alle, das sage ich gleich, aber viele von euch werden es haben, weil deswegen habt ihr Heißhunger. Das sind diese Heißhungerattacken, wo der Hunger von einer Sekunde auf die nächste kommt. Alles ist gut, alles ist gut und plötzlich werdet ihr zittrig und fahrig und grantig, also schlecht gelaunt. Und also meine Mutter hat gesagt, also du bist unmöglich, wenn du hungrig wirst. Und es ist passiert eben von einer Sekunde auf die nächste. Das ist nicht dieses, ich bin jetzt hungrig, in einer Stunde bin ich ein bisschen mehr hungrig und in 2 Stunden bin ich richtig hungrig, aber da passiert nichts. Ja, ich habe zwar ein Hungergefühl, aber mir wird nicht schwindelig, ich werde nicht fahrig, ich kriege keinen Schweißausbruch, meine Stimmung sinkt nicht, ich kann mich weiterhin konzentrieren. Das ist diese Art von Heißhunger, ist eine ganz andere Art. So, und wenn das passiert, da in dieser Situation kriegt ihr auf jeden Fall eine Heißhungerattacke, weil der Blutzucker zu tief sinkt und der Körper jetzt sagt, es ist für den Körper sehr gefährlich. Denn das Gehirn braucht eine gleichmäßige Versorgung mit Blutzucker. Das Gehirn kann kein Fett verbrennen. Und das heißt, es kann jetzt nicht umschalten auf Fettverbrennung. Es braucht jetzt eine gleichmäßige Versorgung mit Blutzucker. Jetzt ist der Blutzucker aber zu tief abgesackt und das Gehirn signalisiert und sagt, Freunde, wenn es nicht bald hier was daherkommt, fallen wir in ein Koma und sterben. Also werden jetzt einmal erstens ganz fest Stresshormone ausgeschüttet. Ich habe gerade vorher gesagt, ich bin ein Stressesser, hat jemand geschrieben. Ja, damit machst du den Stress gleich noch größer. Es werden noch mehr Stresshormone ausgeschüttet. Und daraufhin greift ihr nach dem Falschen. Und das ist wie ein Ertrinken, der dann nach Luft schnappt. Oder ich vergleiche es auch, das ist so, als würde ich sagen, du hast Schnupfen
und ich sage zu dir, ja, dann nies halt nicht. Ja, ich meine, jetzt reiß dich ja mal zusammen, musst du jetzt immer niesen. Jetzt niest halt nicht. Und du sagst, nee, wenn du niesen musst, ist es echt schwierig, nicht zu niesen. Oder wenn du husten musst, nicht zu husten, das geht nicht. Und genauso ist es mit diesem Heißhunger. Das heißt, die Leute sagen immer, was kann ich machen, wenn ich Heißhunger habe? Sag ich, wenn du Heißhunger hast, ist es zu spät. Da hast du Heißhunger, dann isst du halt jetzt mal die falschen Sachen und dann schauen wir, was wir tun müssen, dass der nicht wiederkommt. Und darum geht's. So, weil wenn ihr dann das Falsche esst, geht das ganze Theater ja von vorne los. Und das Problem ist folgendes, also sagen wir mal, das ist der Teil unter der Kurve, den der Körper gerne hätte, da geht's uns gut, da fühlt ihr euch wohl, da könnt ihr euch konzentrieren, alles diese Sachen, ja. Und wie gesagt, ihr verbrennt Fett. Solange ihr so viel Insulin im Blut habt, das hat weniger mit dem Zucker zu tun als mit dem vielen Insulin, die sogenannten Insulinspitzen. Solange ihr so viel Insulin im Blut habt, verbrennt ihr aber kein Fett. Das ist das Nächste. Das heißt, wir wollen diese großen, diese starken Anstiege, aber vor allem den starken Abfall, den wollen wir vermeiden, weil der ist so unangenehm, der lässt uns vorbeirasseln an diesem grünen Fenster und gleich in den Heißhunger hinein. Und wie gesagt, ihr schüttet auch Cortisol aus, das ist das Stresshormon, massiv in diesen Pausen da unten, also in diesen Löchern da unten, und damit das steigt und ihr kriegt Heißhunger. Ja? Okay. Eben tritt schlagartig auf, hungrig von einer Minute auf die nächste, schwindelig, Schweißausbrüche, gereizt und Fressattacken. Das ist diese Sache, ganz oft auch, ich würde ja gerne kochen, aber ich komme am Abend heim und dann bin ich so hungrig, dass ich gar nicht mehr zum Kochen komme. Ja, das ist ein normaler Hunger, du bist hungrig, da hast aber noch 20 Minuten, um dir was zu kochen, was Gescheites zum Essen zu machen. Und die Fressattacken sind die, wo du einfach sagst, es ist nicht mehr gegangen. Ich bin zum Kühlschrank gegangen und habe Essen angefangen. Oder ihr esst eben, ihr könnt es gar nicht nach einer Rippe Schokolade auf, ihr esst die ganze Tafel. Oder es ist eben ein richtiger Heißhunger. Ja? Eben ist es unkontrolliert weit über den Sättigungspunkt hinaus. Und das ist auch ein Problem, weil am Blog findet ihr auch noch ein anderes Video von mir, wo ich erkläre, was der Setpoint ist. Das heißt, wie funktioniert eigentlich Abnehmen? Und da erkläre ich, wie problematisch es ist, wenn man immer wieder über den Sättigungspunkt hinaus isst, weil das nämlich nach und nach den Setpoint, das Gewicht, das euer Körper im Moment glaubt haben zu müssen, immer weiter nach oben schiebt. Okay, also den ersten körperlichen Auslöser haben wir, das ist der Blutzucker. Ja, schauen wir uns das zweite an. Das zweite ist Stress. Da hat wie gesagt, vorher schon jemand gesagt, ich esse bei Stress und das ist ganz normal. Das tut jeder, weil der Körper, wenn er gestresst ist, versucht er zu flüchten oder zu kämpfen. Und wenn er flüchtet oder kämpft, dann muss er Energie haben und das geht am schnellsten aus Zucker. Okay, also unser Körper ist für nur eine bestimmte Art von Stress gebaut und das ist diese. Indem wir vor einer Bestie davonlaufen oder mit ihr kämpfen. Das heißt, jede Art von Stress wird vom Körper, gibt es nur eine einzige Stressreaktion und die heißt Flucht oder Kampf. Und wenn man flüchten oder kämpfen will, dann braucht man sehr viel schnelle Energie, weil das ist ja Muskelarbeit, man soll ja rennen oder kämpfen können. Wofür wir überhaupt nicht gebaut haben, sind geistiger Stress. Ja, das ist dieses permanent unter Druck sein, unter Zeitdruck, unter Schuldgefühlen, finanziellen Sorgen, was immer sein mag. Dafür sind wir überhaupt nicht gebaut. Denn die Natur ist so, dass wir Stress haben wir kurz und akut und dann hört er wieder auf. Das ist, wie Stress eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, ihr seht einen Säbelzahntiger, ihr rennt vor dem davon, ihr entkommt ihm, nach ein paar Minuten ist alles runtergefahren, alles ist wieder gut, wir haben es überlebt oder wir kämpfen mit ihm. Aber nach ein paar Minuten ist es vorbei. Ja. Und was es in der Natur, in der Steinzeit, so wie wir es früher gekannt haben, nicht gibt, ist dieses permanent den ganzen Tag im Stress zu sein. Was jetzt sehr viele von uns haben. Und da hat Essen, hat da verschiedene Funktionen. Was ganz wichtig ist, bevor wir das besprechen, ist, ihr habt Stresshormone im Körper und einen gewissen Level an Stresshormonen braucht man, um einfach zu funktionieren. Also zum Beispiel, um zu stehen. Ja, oder, also, das heißt, ihr braucht einfach, damit euer Körper funktioniert, ganz normal hat man so einen Grundlevel an Stresshormonen. Dann wird es noch bei akuten Flucht oder Kampf raufgefahren. Und das ist zum Beispiel, das ist der Grund, warum Burnout-Leute so erschöpft sind, weil die den Grundlevel nicht mehr halten können. Die sind eben noch zu niedrig. So, jetzt solltet ihr das in der Früh, so um 7, habt ihr den höchsten Wert des Tages. Da solltet ihr fit und wach sein.
Und dann sinkt das langsam den ganzen Tag ab. Man sollte hier so im grünen Bereich sein, bis es am Abend, bevor ihr einschlaft, tief genug seid, damit ihr eben gut schlafen könnt. Und dann beginnt es um 3, 4 in der Früh wieder anzusteigen, die Kurve, um dann eben so beim Aufstehen zwischen 6 und 7 in der Früh den höchsten Wert zu haben. So sollte das sein. Was wir aber jetzt immer wieder beobachten, also wenn man jetzt schauen würde, das ist ein Speicheltest, den man übrigens macht. Da spuckt man ein Röhrchen 4-mal am Tag. Inzwischen ist es 5 oder 5-mal am Tag meistens, und meistens sind mehr Werte in der Früh. Aber das ist ein älterer Test, nur vom Prinzip her sind sie gleich. Und was man beobachten würde, ist jetzt, dass jemand, der sehr gestresst ist, da würde diese Kurve nach oben wandern, zuerst in den gelben und dann an den Rand des roten Bereichs. Und dann, wenn die Leute in den Burnout kippen, sackt das nach unten und dann sind sie im unteren Bereich. Und ich kenne auch Kurven, die hier ganz unten im Roten einfach flach dahin gehen. Also das kannst eben alles, die Stresshormonreaktion kann man genau im Speichel alles messen. So, und was wir aber auch beobachten sehr oft, nämlich bevor das Ganze dann nach oben oder nach unten wandert, ist, dass sich bei vielen beginnt, die Kurve umzudrehen. Und das sind diese Menschen, es ist jetzt eine uralte Grafik, aber deswegen, ich hatte keine andere. Ihr seht schon, im grünen Bereich sollte es sein und diese Kurve ist jetzt in der Früh zu tief und beginnt dann aber am Abend zu steigen. Und das sind Menschen, die in der Früh überhaupt nicht aus dem Bett kommen, die brauchen dann ihre 2 Kaffee und schleppen sich dahin. Am späten Vormittag werden sie dann langsam zum normalen Menschen und funktionieren ganz gut und sagen, ich bin halt kein Morgenmensch. Und dann geht es ihnen eigentlich auch ganz gut. Aber was ganz oft passiert, das sind die Menschen, die heimkommen, was essen, sich vor den Fernseher setzen und dann so um 8, 7:15 wie bewusstlos vorm Fernseher einschlafen. Dann aber ganz gerne so um 9:30, 10:30, 11 dort wieder aufwachen. Und dann sind sie aber fit. Und das sind dann die Frauen, die dann plötzlich bügeln anfangen von 11 bis 12:30 oder auch, wenn sie versuchen einschlafen zu gehen, dann haben sie Schwierigkeiten mit dem Schlafen, weil sie dann eben, weil das Cortisol zu hoch ist, dann nochmal ihren zweiten Schub kriegen. Und das ist einfach kein gutes Zeichen, da sollte man schauen, dass man das wieder normalisiert. Ja? Was heißt jetzt Essen gegen Stress? Essen gegen Stress bedeutet, erstens mal Zucker und Fett liefern schnelle Energie. Das ist wichtig, wenn man flüchten oder kämpfen will, obwohl bei akutem Stress die Verdauung runtergefahren wird. Trotzdem ist es für die schnelle quasi Aufladung der Batterie, versucht der Körper dann an Zucker und Fett zu kommen. Dadurch wird fettreiches, zuckerreiches Essen für uns attraktiver. Und das dürft ihr nicht unterschätzen, wie wenig Kontrolle ihr darüber habt. Das heißt, die schlanken Menschen, die wenig Süßigkeiten essen, die ihr beneidet, die sind nicht disziplinierter als ihr. Denen ist die Fernsehwerbung und der Duft aus dem Bäcker und der Kuchen in der Kuchenvitrine wirklich mehr wurscht als euch. Und es liegt daran, nicht, dass der Körper weniger darauf reagiert. Das heißt, das Gehirn kann steuern, das gibt es einen Bereich im Gehirn, der steuert, wie sehr ihr auf äußere Nahrungsreize reagiert. Und wenn ihr sehr gestresst seid oder wenn ihr eine Diät macht und deswegen im Defizit seid oder Nährstoffmängel habt, dann sagt der Körper, dann sagt das Gehirn, achtet mal drauf, wo wir hier was Essbares finden könnten. Und das heißt, ihr reagiert dadurch viel extremer und viel deutlicher auf die Reize. Es fällt euch jetzt viel schwerer darauf hin, da zu widerstehen. Weil ihr seht das ganz viel deutlicher, ihr riecht es viel, ihr reagiert viel mehr auf Fernsehwerbung, auf alles, was ihr an Essen seht, reagiert ihr stärker, nur deswegen, weil ihr euch vorher falsch ernährt habt. Und jemand andere, wo ihr sagt, wieso kann die Kekse liegen lassen? Warum sieht ihr das, die Kuchen, warum kann die einfach an der Kuchenvitrine vorbeigehen? Warum ist der das egal? Der ist es wirklich egal, die sieht es gar nicht so stark wie ihr. Ja, das macht, aber es hat wieder nichts mit eurer Disziplin zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie euer Körper reagiert, weil ihr euch so ernährt, wie ihr euch ernährt. Okay, das andere ist das, quasi, weil man ja immer dann, wenn man was essen kann, gerade Zeit hat zum Essen, wird man ja nicht bedroht, ist Essen auch ein Signal an den ganzen Körper, dass er in Sicherheit ist, dass er das ganze Stressding runterfahren kann. Das heißt also auch, wir verwenden auch Essen oft bei Stress, um uns runterzuholen. Und dazu kommt auch, das ist hoffentlich der Punkt, genau, Kohlenhydrate, also vor allem Zucker, senkt den Cortisolspiegel. Vorher habe ich gesagt, Cortisol sind unsere Stresshormone, die steigen ganz gerne am Abend nochmal an oder eben jedes Mal, wenn wir akuten Stress haben. Und
Das ist, und deswegen, ich sage ganz oft, diese Süßigkeiten am Abend sind so eine Selbstmedikation eures Körpers, so nach dem Motto, die Alte hier hat so einen Stress, wenn die jetzt nicht irgendeine Schokolade isst, dann werden wir heute nie wieder schlafen. Also sie soll jetzt ihre Packung Kekse aufessen, dann kann der Körper endlich runterfahren, dann gehen wir endlich schlafen. Und das heißt, sehr oft, das ist dieses, aber ich brauche das für meine Nerven oder ich brauche das, die Kinder sind endlich im Bett, ich muss mich jetzt belohnen. Das mag schon sein, dass es zum Teil auch Belohnung ist, aber zum Teil ist es, glaube ich, vor allem Selbsttherapie. Instinktiv greift man danach, weil dann sinkt der Cortisolspiegel und dann können wir endlich schlafen gehen und haben eine Chance, dass der Körper runterkommt. Heißhunger wegen Stress ist meistens am Abend. Das sind Süßigkeiten oder alle schnelle Kohlenhydrate, zum Beispiel Chips. Oder eben, wenn man frustriert oder gestresst ist oder endlich entspannen kann. Und ist eben, wie gesagt, eine Selbstmedikation des Körpers. Ja? Weil jemand gerade sagt, die Renate, aber manche Schlanke essen noch mehr süß wie jemand, der stärker ist. Ja, es gibt auch Leute, die haben dickere Haare als du und ich werde nicht wahnsinnig braun, wenn ich in die Sonne gehe und andere Leute werden schnell braun. Es gibt Menschen, die sind größer, es gibt Menschen, die sind kleiner. Es gibt Leute, die können so schnell reden wie ich und manche können es nicht. Also Menschen sind verschieden und haben verschiedene Stoffwechsel. Es ist absolut sinnlos, sich damit zu vergleichen. Ja, also das ist, da würde ich sofort damit aufhören. Das ist auch, so funktioniert das die Welt auch nicht. Ja, manche, das ist einfach, ich wollte immer Locken haben. Ich habe keine Locken. Ich wäre auch gerne 7 Zentimeter größer, bin ich auch nicht. Werde ich nicht mehr ändern. Und das ist so. Also sich darüber zu ärgern. Und das andere ist das, Essen ist mehr als die Figur. Nur weil jemand Süßigkeiten reinstopfen kann, ohne zuzunehmen, heißt nicht, dass er deswegen nicht später Krebs kriegen wird. Oder Energieprobleme hat oder Hormonprobleme hat oder sonst was. Also macht's bitte nicht alles immer nur an der Figur fest. Es ist irrsinnig, ich weiß, bei uns dreht sich sehr viel ums Abnehmen und deswegen ist es uns umso wichtiger, dass wir Menschen nicht mit ihrer Figur verwechseln. Dass wir Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen und nicht immer nur schauen, hast du abgenommen, hast du nicht abgenommen, wie viel hast du abgenommen, weil das macht alle verrückt und es ist irrsinnig frustrierend und traurig. Menschen sind mehr als ihre Figur. Mir geht's auch gar nicht darum, wie viel ihr abnehmt oder nicht abnehmt in Wahrheit, sondern wie ihr euch dabei fühlt. Das heißt, mein Ziel war nie, Leuten zu ihrer Bikini-Figur zu verhelfen. Mich hat immer nur interessiert, wie wohl fühlen die sich in ihrem Körper, wie fühlt sich das an, haben die Energie, die sie brauchen, oder sind sie erschöpft und kriechen nur durchs Leben irgendwie, sondern, und darum geht's mir persönlich. Ja, wie wir bei uns im Team sagen, wichtig ist nicht, wie ein Körper von außen ausschaut, sondern nur, wie er sich von innen anfühlt. Deswegen, das Beste, was ihr machen könnt, ist, hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Das macht euch nur verrückt. Okay. Das heißt, Stress ist das zweite Punkt. Dann haben wir noch den dritten Punkt. Und das sind Nährstoffmängel. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Okay, also normalerweise, sag ich mal, wäre es doch schön, wenn man in der Früh essen würde, zum Beispiel ein schönes Müsli mit frischen Beeren und Naturjoghurt. Von mir aus trinkt es einen Kaffee dazu. Am Vormittag gibt es halt auch noch einen Kaffee. Zum Mittag haben wir den Salat mit Putenstreifen und irgendwelchen Croutons und ein bisschen Käse drüber. Am Nachmittag, okay, ein Keks und einen Kaffee dazu. Und am Abend haben wir hier ein Stück Fisch und Gemüse. Es ist übrigens, da könnten noch eine Faustgröße Kartoffeln drauf sein oder Reis. Das ist nur zufällig, hatte ich kein Foto parat. Also nicht glauben, dass man am Abend Kohlenhydrate sparen muss. Und dann, das wäre doch ein vernünftiger Tag mit einer guten Ernährung. Das ist aber, so schaut das bei euch leider nicht aus. Die Wahrheit ist, dass die meisten, wenn ihr Müsli esst, ist es irgendein gezuckertes Müsli mit zu wenig Eiweiß und viel zu viel Zucker. Aber viele essen ein Stück, sagen wir mal, ein Käsebrot oder ein Marmeladebrot und einen Kaffee in der Früh. Am Vormittag gibt es einen Kaffee. Zum Mittag, das ist bei vielen so, da fehlt dann die Zeit, da habe ich dann nichts vorbereitet, weiß gar nicht, wo ich es herkriege. Wenn ihr Glück habt, habt ihr Kantine, sonst gibt es irgendein belegtes Brötchen, also ein Weckerl mit irgendwas, hier eh noch mit ein bisschen Gemüse drinnen, Nachmittag Kaffee. Und jetzt ist schon das Problem dadurch, dass ja euer Körper bis jetzt zu kurz gekommen ist und ihr falsch gefrühstückt habt, läuft es dann meistens darauf raus, dass es nicht ein Keks wird, sondern werden es halt dann 3 Kekse. Und am Abend kommt ihr müde heim, viele von euch können nicht so gut kochen nicht regelmäßig, haben nicht geplant, machen jetzt schnell, jetzt gibt es halt irgendwie schnell Nudeln noch. Das ist jetzt hier mit Thunfisch und Tomatensugo. Und weil der ganze Tag
zwar für euch vielleicht normal klingen mag, aber nicht wirklich hinkaut hat, gibt es dann halt am Abend meistens sogar noch irgendwie Chips, die ich jetzt hier gar nicht eingerechnet habe. So, die meisten von euch wird sagen, Mensch, wenn ich so viel esse, dann würde ich zunehmen, und die meisten von euch essen noch weniger, also vor allem viele Frauen, ja? Genau, deswegen habe ich hier noch ein Rotwein und ein paar Chips reingerechnet, weil das eben das, wo ich sage, Mensch, wenn ich nur das weglassen könnte und die Kekse weglassen könnte, dann wäre doch alles gut. Okay, schauen wir uns mal an, ob dann alles gut wäre. Ich habe diesen durchschnittlichen Tag genommen und habe den mal berechnet. Also wir sind hier bei knapp 2000 Kalorien, und worum es jetzt geht ist, also das ist eine Frau, die ist 43 Jahre alt, hat 80 Kilo und ist 1,64 groß. Das sind so die durchschnittlichen Frauen, die bei uns landen. Die Größe, das ist meine Größe, ich bin 1,64, das Gewicht und das Alter stimmt nicht. Okay, was man jetzt haben will, ist, wir wollen hier in die Mitte. Ja, das ist diese Linie wollen wir hin, und im blauen Bereich wäre das Richtige. Mit dem, was wir gerade gegessen haben. Wir haben in der Früh das Käsebrot gegessen, dann zum Mittag das belegte Weckerl mit, ich glaube, ich habe Schinken berechnet, am Abend die Thunfischnudeln, haben wir zu wenig Eiweiß. Wir sind im roten Bereich fürs Eiweiß. Obwohl wir dreimal am Tag was Tierisches drinnen haben. Ja? Bei den Mineralien schaffen wir gerade mal das Zink. Alles andere ist zu niedrig. Alles. Ja, Kalium ist im roten Bereich. Das ist Potassium, ist Kalium auf Deutsch. Calcium ist im roten Bereich. Aber dann, und Jod ist im roten Bereich. Aber nichts davon ist in der Nähe des Optimums. Vitamine schaut es ein bisschen besser aus, aber auch hier, wenn ihr schaut, B2 oder Vitamin E oder Vitamin D kommt über die Sonne, B5 geht gerade, aber hier Folsäure, ganz wichtig für die Frauen, oder Vitamin C, alles zu niedrig. Und das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Die glauben, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu diesem Tag, die glauben, sie müssten von diesem Tag jetzt weniger essen. Das ist das, wie viele von euch essen, weil die meisten von euch, okay, dann habt ihr die warme Mahlzeit zum Mittag gehabt, dann esst ihr am Abend nur ein Wurstbrot oder ein Käsebrot. Und jetzt versucht ihr an dem Tag auch noch was wegzuschneiden. Das geht sich mit den Nährstoffen nicht aus. Und das ist eben das, jetzt muss ich wieder vorgehen, wo der Körper dann signalisiert, dass er zu wenig hat, und ihr seid immer nur hungrig und ihr könnt essen und essen und essen. Und ihr sitzt zu Hause und sagt, Mensch, wenn ich nur disziplinierter wäre, dann wäre das alles kein Problem. Und ich sage, das kann sich nicht ausgehen. Und das ist halt das, wo ich sage, man kann sich nicht schön und gesund hungern. Ja, das ist so absurd, weil die meisten Leute sagen, ja, der Körper hat ja genug. Ich habe ja Fettpolster, da kann ja Fett verbrennen. Aber im Fett sind nicht alle Nährstoffe gespeichert, die man braucht. Weil sonst, ganz ehrlich, könnte man Schweinefett essen. Wir sind ja genetisch dem Schwein sehr ähnlich. Sonst wäre ja im Schweinefett alles drinnen, was man braucht. Unsere Fettpolster sind das gleiche wie Schweinefettpolster. Dann nehme ich eine Schweinespeckschwarte und esse nur das Fett, dann müsste ich alles Eiweiß, alle Vitamine und alles kriegen. Das ist es aber nicht, das ist ja nur Fett. Daraus können wir Energie machen, aber die ganzen Kofaktoren, die Vitamine, das Eiweiß, das wir brauchen, die Ballaststoffe, alles diese Dinge sind da nicht drinnen. Das heißt, natürlich geht es auf Kosten unserer Haare, unserer Fingernägel, unserer Haut, unserer Laune, unserer Fruchtbarkeit, unseres Immunsystems, nur weil wir abnehmen. Das heißt, dieses frisst die Hälfte, isst weniger, dann wirst du dünn genug, kann sich beim besten Willen nicht ausgehen. Weil die Michaela sagt, das hört sich so kompliziert an, wie sollen wir das schaffen? Keine Sorge, Michaela, es ist nicht schwierig. Ich wollte euch nur die Hintergründe erklären, weil man immer hört, es ist ganz einfach, du musst einfach weniger essen und dich mehr bewegen. Und das stimmt so nicht. Ja, man muss einfach es ist echt nicht kompliziert, glaub mir, wir kommen gleich dazu, aber es geht darum, dass man mal versteht, dass Heißhunger nichts mit Disziplin zu tun hat und dass man sich nicht gesünder ernährt, indem man immer weniger isst, sondern gesünder wird es, wenn man sich besser ernährt. Okay, genau, Heißhunger wegen Nährstoffmängel heißt ständig etwas essen müssen, die haben also oft schlechte Nägel und Haare, Haarausfall, Regelbeschwerden, Unfruchtbarkeit. Und eben dieses Gefühl, nie satt sein und ständig essen zu können. Und dann dreht sich schon wieder der ganze Tag nur ums Essen. Weil die Menschen, die versuchen abzunehmen, ich kenne es ja von mir, von früher. Das war immer dieses, wann darf ich wieder, wann soll ich wieder, wann wie viel darf ich jetzt essen? Muss ich das jetzt abwiegen? Es ging ja bis dorthin. Oder man ist ja neidig auf, was die anderen essen. Oder eben neidig auf andere Leute, die so viel essen können, dabei schlank sein. Das wäre man auch gerne. Und dann stopft man aber wieder aus Heißhunger und Frust Süßigkeiten sich rein, wo man genau weiß, dass man sie nicht hätte essen sollen, und ist dann wieder erst wieder frustriert.
Das ist ein ganz übler Teufelskreis. Okay, also es gibt drei Auslöser. Wir haben den Blutzucker, den Stress und die Nährstoffmängel als die häufigsten, größten, schlimmsten Auslöser. Ja, so. Das Wichtige, was ich will, dass ihr versteht, ist, und wenn ihr euch nur das eine merkt, du bist nicht schuld. Ja, in den meisten Fällen ist es einfach eine körperliche Reaktion. Das ist wie Niesen oder nach Luft schnappen, wenn man keine Luft kriegt. Es ist fast unmöglich zu stoppen. Es ist wesentlich einfacher, den Heißhunger zu ändern. Und eine der häufigsten Fragen, die ich immer gekriegt habe, ist, was macht, also gerade so von Journalisten und so für Artikel, haben Sie Tipps, was man macht bei Heißhunger? Und sage ich, ja, 6 Stunden vorher was anderes essen oder 4 Stunden vorher. Indem ihr ihn verhindert, könnt ihr entspannt an Süßigkeiten vorbeigehen. Okay, aber wie verhindert man jetzt Heißhunger? Wenn ihr euch in den Spiegel schaut, werdet ihr feststellen, dass ihr nur einem dieser drei Tiere ähnlich schaut. Die gute Nachricht ist, es ist nicht die Kuh, aber es ist auch nicht der Löwe. Und wenn wir uns jetzt so anschauen, so im Spiegel würden wir sagen, die meisten sagen, am ehesten schauen wir einem Affen ähnlich. Und ein Gorilla ernährt sich einfach ganz anders als ein Löwe oder eine Kuh. Also ein Löwe frisst einmal am Tag, also der jagt einmal am Tag, dann schlägt er sich den Bauch voll und dann schläft er 20 Stunden. Also der schläft überhaupt 18 bis 20 Stunden am Tag und ist relativ kurz wach und aktiv. Wenn ihr einen Hund habt oder eine Katze, ist das sehr ähnlich. Die liegen den ganzen Tag herum und schlafen und dann hin und wieder werden sie sehr, sehr aktiv und dann pennen sie wieder und damit können sie trotzdem gesund bleiben. Ein Mensch dürfte nicht so lange im Bett liegen, es wäre sehr ungesund für uns. So, eine Kuh ist das andere Spektrum. Eine Kuh ist ganz anders. Und ihr könnt jetzt mal in eurem stillen Kopf so ein bisschen im Hinterkopf raten für euch, wie lange eine Kuh pro Tag mit Nahrungsaufnahme verbringt. Und die Antwort ist fast den ganzen Tag, weil die macht ungefähr 16, 17 Stunden am Tag oder 16 bis 18 Stunden am Tag verbringt die mit Nahrungsaufnahme, bisschen über die Hälfte mit Grasen oder Heufressen und die andere Hälfte mit Wiederkäuen und schläft relativ kurz. Also da ist Nahrungsaufnahme ein ständiges, dauerndes Ding, das den ganzen Tag stattfindet. Und der Gorilla ist irgendwo dazwischen. Der isst was, dann macht er Pause, dann isst er was, dann macht er Pause, dann isst er was, dann macht er Pause. Der isst eben nicht nur einmal am Tag und isst nicht die ganze Zeit, sondern der isst mehrmals am Tag und macht dazwischen Pausen. Und das entspricht am ehesten unserem Verdauungsapparat. Das heißt, auch wir sollten mehrmals am Tag essen, und dazwischen aber auch Pausen machen. Und das ist auch ganz wichtig für die Frauen, es sind meistens Frauen, die dann anfangen, weil sie Zwischenmahlzeiten essen dürfen, bei uns dauernd nebenbei zu essen. Und da sage ich immer dran denken, bist keine Kuh. Ja, immer, also, die Renate springt ein bisschen vor und versucht das zu erraten, was jetzt die Lösung sein kann und sagt, ich soll Mittag ordentlich essen, dann kommt Heißhunger nicht auf. Ja, fast, Renate, fast. Wir gehen jetzt gleich durch. Also, was mache ich jetzt, damit der Blutzucker stabil bleibt? Und es hilft auch, den Stress ein bisschen einzugrenzen, weil wir haben gesagt, Essen signalisiert dem Körper, dass er die Stresshormone nicht so extrem rauffahren muss. Das Wichtigste ist, Achtung, Achtung. Ob ich noch da bin. Mädels, könnt ihr mir jetzt kurz wieder... Das war jetzt total komisch. Es tut mir total leid. Da ist jetzt... das ganze Fenster war plötzlich weg. Aber eigentlich jetzt bin ich wieder da, wurde mir gesagt. Jetzt hätte ich das gerne auch nicht nur vom Aha, mein ganzer Chat ist auch weg. Sehr schön. Ich hätte das jetzt gerne nicht nur vom Team gewusst, weil ich weiß, die haben nämlich eine interne Leitung zu mir. Sondern auch... Aha, die Melanie sagt, sie hört mich wieder. Halleluja. Okay. Gut, ihr wart plötzlich weg, es war ein ganz anderes Fenster da, das ganze Ding war zu. Ich habe jetzt fast einen Herzinfarkt gekriegt. Okay, ja, die Präsi ist auch wieder da. Gut, wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Also, was ist der erste Trick zur Blutzuckersteuerung? Wie fängt man an? Erstens mal mit immer frühstücken.
So, ich weiß, dass es ein umstrittenes Thema ist. Alle Fragen zu 16 zu 8 und sollte man das Frühstück nicht besser weglassen, würde ich mir gerne lieber für den Schluss aufheben. Es ist so, Menschen, die kurze Antwort ist, Menschen sind verschieden. Es gibt wenige Menschen, denen nicht Frühstücken gut tut. Den allermeisten Menschen tut es viel besser, wenn sie frühstücken. Da gibt es einfach so viele Erfahrungen dazu und auch viele Studien, auch wenn es super in ist, es wegzulassen. Vor allem Frauen. Bei Frauen erhöht das die Stresshormone. Wir haben gesagt, Stresshormone erhöhen ist keine gute Idee. Und ihr könnt euch jetzt immer merken, Stresshormone erhöhen heißt Bauchfett. Das heißt, immer wenn ihr Stresshormone langfristig erhöht, werdet ihr vermehrt Bauchfett kriegen. Und das heißt, wer das Frühstück auslässt und 16 zu 8 probiert, kriegt auf Dauer, also die viele Frauen, ich sage jetzt nicht, dass es bei allen so ist, wird es erhöht das Bauchfett. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr zweimal das Frühstück weglasst, das heißt nur, wenn ihr das über Wochen oder Monate macht. Gerade Menschen mit Heißhungerproblemen ist es extrem nützlich und extrem hilfreich, wenn sie frühstücken. Frühstücken heißt nicht, ihr müsst innerhalb von 10 Minuten nach dem Aufstehen irgendwas essen. Das ist alles, was innerhalb von 2 Stunden nach dem Aufstehen stattfindet. Und es ist mir auch voll egal, ob das jetzt ein klassisches Frühstück ist oder wer da Schweinsbraten esst. Es geht um eine Mahlzeit innerhalb von 2 Stunden nach dem Aufstehen. Okay, also immer frühstücken. Öfters kleinere Mahlzeiten, 4 bis 5 Mal am Tag. Das steht jetzt hier unter Klammern. Das hat damit zu tun, ob ihr das braucht oder nicht. Das ist unterschiedlich. Die meisten Leute, die anfangen, denen tut es sehr gut, zumindest am Nachmittag eine Zwischenmahlzeit zu haben, weil meistens ist der Abstand zwischen Früh und Mittag nicht so groß, aber zwischen Mittag und Abend schon recht groß und da ist es gut, eine Zwischenmahlzeit einzubauen. Zu jeder Mahlzeit ein bisschen Eiweiß, das gilt auch für die Zwischenmahlzeiten. Wir haben natürlich auf unserer Plattform überall Eiweißlisten und solche Beispiele, aber Eiweiß sind jetzt nicht natürlich nur Eier und Fleisch und Käse und Milchprodukte, auch Hülsenfrüchte und Nüsse und solche Sachen und Fisch und Tofu und ja, Linsen. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel als Zwischenmahlzeit eine kleine Handvoll Nüsse essen. Also ein bisschen Eiweiß sollte dabei sein. Und dann zu den Hauptmahlzeiten gilt bei uns die Faustformel. So heißt das ganze System. Und die Faustformel heißt einfach, ihr nehmt Eiweiß, also wieder Fleisch, Fisch, Tofu, Hülsenfrüchte, Linsennüsse, solche Dinge, in der Größe und Dicke des eigenen Handtellers. Das ist die Hand, die ganze Hand ohne die Finger. Ich bin klein und zierlich, habe kleinere Hände. Mein Fleisch ist also eher klein. Jemand, der größer ist, Männer haben mehr Muskeln, die sie auch erhalten müssen. Die sind größer, haben größere Hände, größeres Stück Fleisch. Dazu kommen stärkehaltige Kohlenhydrate. Das ist das komplizierte Wort für das Wort Beilagen. Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, Knödel in der Größe von maximal einer Faust. Ja, das ist also, wer sehr große Fäuste hat, orientiert sich vielleicht an einem Tennisball. Das heißt, ich esse Kohlenhydrate wie Kartoffeln oder Nudeln oder so, aber nur so groß wie eine Faust. Und dazu esse ich dann noch mindestens 2 Faustgrößen Gemüse. Wobei beim Gemüse, das ist ein Minimum, könnt ihr auch mehr essen. Und es ist jetzt egal, ob man das roh oder gekocht misst, also ob das jetzt Salat ist oder gekochter Spanat. Davon kann man auch mehr essen. So, also am Teller schaut es dann so aus. Das ist also sehr oft im Restaurant, kriegt man das nicht so serviert. Da ist meistens zu viel in der Kartoffel, Nudel oder Reis drauf und zu wenig Gemüse. Und das lässt sich aber ganz schnell leicht umändern, indem ihr zum Beispiel, und ich möchte euch jetzt ein Beispiel sagen, um zu sagen, es hat nichts mit einer Diät zu tun. Sagen wir mal, wir essen Schweinsbraten. Ja, Schweinbraten würde ich Fleisch essen. Bei meiner Handgröße wäre das eine dickere Bratenscheibe oder 2 relativ dünne. Dazu esse ich dann Knödel oder Kartoffeln in der Größe von einer Faust. Das heißt, sind 2 sehr kleine Knödel oder ein mittelgroßer oder nicht ganz oder ein halber von einem sehr großen. Und dazu ist dann meistens ein bisschen Sauerkraut oder so dabei. Und dann bestelle ich mir halt noch als Vorspeise einen kleinen Salat und dann habe ich eine Mahlzeit nach der Faustformel. Das stabilisiert den Blutzucker, hilft der Sättigung, beugt Heißhunger vor und das erlaubt euch auch das Abnehmen. Ja, ich weiß, es klingt jetzt wie Schweinsbraten mit Knödel helfen beim Abnehmen, wenn man sie richtig zusammenstellt. So, also wichtig ist ausreichend Eiweiß zum Frühstück. Das sind mindestens 10 Gramm, besser 15 bis 20 und das klingt jetzt wenig. Ihr müsst aber wissen, ein Ei hat 8 Gramm Eiweiß. Also bei 15 Gramm reden wir von 2 Eiern in der Früh. Ja, das muss nicht sein, aber für den meisten geht es wesentlich besser mit 2 Eiern in der Früh. Auch bei Joghurt oder so, das hat 100 Gramm, haben da glaube ich ungefähr 4 Gramm Eiweiß oder so. Also ihr redet davon auf jeden Fall einen großen Becher Joghurt, bevor ihr da bei euren 15 Gramm Eiweiß seid.
Dann würde ich auf jeden Fall eine Zwischenmahlzeit mit Eiweiß vielleicht am Nachmittag einbauen. Für die meisten ist am Nachmittag recht wichtig. Die Hauptmahlzeit nach der Faustformel. Koffein ist so ein Ding, es ist ein bisschen schwierig. Nicht jeder reagiert mit Heißhunger auf Koffein, also lang nicht jeder. Die meisten können problemlos Koffein trinken. Aber es gibt empfindliche Menschen und für die ist es total wichtig, dass sie es weglassen. Ich persönlich zum Beispiel gehöre dazu. Sobald ich Koffein trinke, fange ich die unmöglichsten Sachen essen an. Also dann da esse ich dann auch nur so Blödsinn oder fange nicht mehr kochen an oder mache mir eben Wurstbrote oder esse es ganz komische Sachen. Es stört mein Hunger- und Sättigungsgefühl und dadurch beginne ich dann anders zu essen und das funktioniert für mich nicht gut. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man am Abend die Kohlenhydrate nicht weglässt. Ich rede nicht von Nudelbergen, ich rede von einer Faustgröße Kartoffeln oder Nudeln oder Reis oder was immer, also ein bisschen dazu. Einfach deswegen, weil wenn euer Körper damit nicht gut umgehen kann, verwendet er sowieso das Eiweiß, das ihr gegessen habt und baut daraus sofort Zucker. Das kann er nämlich machen mit Stresshormonen. Das Problem ist aber, dazu braucht er Stresshormone. Das heißt, euer Cortisol am Abend würde rauffahren. Also wenn euch das zu komplex ist, einfach dran denken, wenn ihr es nicht esst, baut sich der Körper selber und danach schlaft ihr schlechter. Deswegen, und weil der Körper versucht runterzukommen und danach sowieso euch signalisiert, dass er gerne Schokolade hätte, ist es gescheiter, ihr esst zum Abendessen eure Faustgröße Brot oder Kartoffeln oder Nudeln, aber eben auch nicht mehr, um dem Körper helfen runterzukommen. Ja? Wie komme ich zu 15 Gramm Eiweiß? Eine Frage als Veganer, weiß ich, wie viel Eiweiß wo drin ist? Liebe Isabel, wenn du nicht weißt, wo Eiweiß drinnen ist als Veganer, würde ich dir vorschlagen, echt dringend nicht Veganer zu sein, weil dann hast du ziemlich sicher Mängel. Wir haben aber auf der Plattform haben wir Eiweißlisten, wo ihr das nachschauen kannst. Sonst gibt es Datenbank, wo man nachschauen kann. Gerade als Veganer ist es ganz wichtig, dass du Veganer zu sein, dazu rate ich ja persönlich nicht, aber wenn es jemand sich wählt, dann ist es halt so. Das muss man schon sehr gut machen, damit man da nicht auf Mängel kommt. Also da muss man sich sehr damit beschäftigen und dein Ziel ist ungefähr 60 Gramm Eiweiß am Tag. Da musst du mal schauen, ob du da hinkommst. Das schafft man mit Tofu, aber so viel Soja soll man nicht essen. Aber ansonsten bei Hülsenfrüchten und Nüssen, da musst du schon ziemliche Mengen essen, auf das du kommst. Steht aber auf jedem Lebensmittel auch drauf. Also wenn ihr die Nusspackung anschaut, steht drauf, wie viel Eiweiß pro 100 Gramm drinnen ist. Das steht auf allen Milchprodukten. Gut, das ist bei dir jetzt kommt nicht in Frage, Milchprodukt als Veganer. Das steht immer drauf. Schaut euch das mal an. Ihr werdet jetzt überrascht sein, wie viel man braucht. Okay, um den Heißhunger vorzubeugen, hätten wir also jetzt ein Frühstück. Ja, und wie man das Frühstück zusammenstellt, darauf gehe ich noch ein bisschen mehr ein, weil es eben so wichtig ist, dass da ausreichend Eiweiß drinnen ist. Dann würde ich, je nachdem wie groß der Abstand zwischen den Mahlzeiten ist, am Anfang könnt ihr es machen, einfach mal ausprobieren, ob es euch gut tut. Ihr braucht vielleicht nicht unbedingt am Vormittag eine Zwischenmahlzeit, ein Stück Obst, das gut in eine Hand passt, also nichts Riesiges, und eine kleine Handvoll Nüsse. Mittagessen nach der Faustformel, am Nachmittag wieder Obst und Handvoll Nüsse und am Abendessen nach der Faustformel. Die meisten sagen, das ist viel zu viel, dann nehme ich zu. Und eins kann ich euch sagen, die Leute berichten uns immer wieder, dass sie jetzt viel mehr essen als vorher und dabei abnehmen. Ja, das ist nochmal hier die Zusammenfassung, wie man das machen würde. So, das klingt jetzt komplexer, als es ist. Das hat man sofort heraus. Wir haben natürlich Online-Kurse und Rezeptdatenbanken und Eiweißlisten und alles diese Sachen haben wir natürlich und Videos, wo wir das erklären. Wer die Abstände zwischen den Mahlzeiten oder so 16 zu 8 und solchen Sachen interessiert ist, würde ungefähr 3 Stunden vor dem Schlafengehen aufhören zu essen. Also das wäre ideal, ist aber kein Muss und das erkläre ich auch bei uns in den Programmen. Menschen mit Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, denen empfehlen wir am Abend nochmal eine kleine Zwischenmahlzeit, bis der Schlaf im Griff ist, weil es eben so wichtig ist, weil Schlaf so wahnsinnig wichtig ist für die Gesundheit und auch fürs Abnehmen und auch für den Heißhunger. Das heißt, zuerst reparieren wir den Schlaf und dann erst schauen wir, dass wir die Abstände, den Mahlzeitenabstand einhalten. Also, wie setzt man das jetzt so um, dass man das auch schafft? Weil irgendjemand hat vorher gesagt, ich habe leider meinen Chat zerstört und weiß deswegen nicht mehr, wer das gefragt hat. Aber das klingt so komplex. Wie schafft man das jetzt alles? Und die Antwort ist, man macht Schritt für Schritt. Man fängt mit einer Sache an und das Wichtigste bei Heißhunger ist einmal das Frühstück zu machen. Erinnert euch an meine Blutzuckerachterbahn. Ich weiß nicht, ob die jetzt kommt. Ich glaube nicht. Die Blutzuckerachterbahn, das Wichtige ist, dass die Achterbahn in der Früh nicht losfährt. Weil wenn die einmal rauf und wieder runter ist, die dann
dazu zu bringen, also einen guten Vergleich, den mir mal eine Freundin gesagt hat, sagt sie, es ist ganz einfach, ein Auto, das bereits geradeaus fährt, weiter geradeaus zu fahren. Ihr wisst es selber, das ist, wenn ihr da das Lenkrad, wir haben es wahrscheinlich alle schon gemacht, kurz mit den Knien festhaltet, passiert nicht viel. Ja, weil das Auto fährt schon geradeaus und ist stabil in der Bewegung. Ein Auto, das schleudert, wieder auf geraden Kurs zu bringen, ist extrem schwierig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Auto in der Früh nicht zum Schleudern bringen. Weil wenn es schon einmal schleudert, ihr kriegt das nicht mehr gerade für den restlichen Tag. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mit dem Frühstück anfängt. Das Zweite, was unsere Philosophie ist, wir haben zwar auch, wir haben früher so ein bisschen radikaler, also haben wir nicht radikalere Kurse, ist falsch, aber wir haben sehr viel auf einmal umgestellt. Und für die meisten Leute ist es zu viel. Ihr habt bereits ein sehr beschäftigtes Leben. Es ist nicht so, dass euch den ganzen Tag langweilig ist und ihr überlegen könnt, wie oft ihr jetzt noch frisch kochen könnt und einkaufen könnt und euch mit der Ernährung auseinandersetzen könnt. Die meisten von euch sind berufstätig oder haben Familie. Die allermeisten von euch haben auf jeden Fall einen Haushalt. Und viele von euch sind gestresst und da kriegen zu wenig Schlaf und würden gerne ein bisschen abnehmen. Und jetzt steht ihr da und jetzt soll diese Umstellung auch noch ins Leben passen. Und da ist es viel erfolgreicher, kleine Schritte zu machen und die nach und nach einzubauen und beizubehalten, als alles auf einmal umzukrempeln. Deswegen mein erstes Ziel für euch wäre immer, den Heißhunger abzustellen und dabei zu schauen, dass man nicht weiter zunimmt. Das ist schon für die meisten ein ganz wichtiger Schritt. Da gibt es sogar Studien, die zeigen, wenn die Leute sich nur vornehmen, nicht weiter zuzunehmen, nehmen sie mehr ab dabei, als die Leute, die sich vorgenommen haben, abzunehmen. Ja, also deswegen unterschätzt dich das Ziel, ich will jetzt einfach mein Gewicht halten. Und das finde ich auch ganz wichtig, Heißhunger abstellen, weil solange man in Süßigkeiten nicht vorbeikommt, hat man eh keine Chance, dass man sich vernünftig ernährt. Und das geht eben los, dass man das Frühstück repariert. Und deswegen, ich kann es jetzt vorwegnehmen, wir haben ein kleines PDF für euch vorbereitet mit 7 Frühstücksideen, wo auch immer genug Eiweiß drinnen ist. Da ist auch was Veganes dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das kriegt ihr... Das wird dann, die Julia wird jetzt dann hier einen Link posten, auf den ihr klickt, und dann könnt ihr euch das runterladen, dann kriegt ihr das PDF zugeschickt. Das, wer sich dieses Webinar jetzt in der Wiederholung anhört und jetzt den Chat nicht sieht, der Link dazu ist auch unterhalb dieses Videos, wie ihr dieses PDF kommt. Ja, okay, also es ist immer als erstes ein bisschen Frühstück gehabt. Und dann würde ich anfangen, den Rest des Tages nach und nach zu verbessern. Und da gibt es natürlich verschiedenste Sachen, die man machen kann. Wir haben in unserem Online-Programm das so, dass wir zuerst in einer Vorbereitungsphase mal mit euch, da kriegt ihr so Werkzeuge, wo ihr mal schaut, wo sind denn eure Baustellen? Ja, wir bewerten es nicht, wir sagen nicht eure Problemstellen und diese Sachen, sondern wir sagen, Baustelle ist etwas, was man repariert. Und jetzt schauen wir uns erst einmal 2-3 Tage an, da schreibt ihr ein bisschen mit, dann helfen wir euch zu analysieren, wo die Probleme liegen, was eure Baustellen sind, und dann geht man das Schritt und Schritt eins nach dem anderen an. Weil es ist ja auch wichtig, egal ob ihr jetzt Single seid und für einen Single kaufen müsst, einkaufen müsst und kochen müsst oder eben für Kinder oder einen Partner mitkochen müsst, Schichtdienste, Berufstätige, das sind ja alles Herausforderungen, die man erstmal meistern muss und das macht man am besten Schritt für Schritt und nach. Und dann ist eben, wenn man das jetzt macht, dass man nach und nach die Nährstoffmängel auch behebt und die Ernährung verbessert. Aber ich weiß, man wünscht sich, dass es alles radikal geht, aber die radikalen Sachen, sage ich ganz ehrlich, halten die wenigsten durch. Das hält ein paar Wochen und dann kippt es wieder zurück ins Alte. Und es ist meistens erfolgreicher, wenn man sagt, ich mache jetzt mal nur das Frühstück und dann schaue ich einmal meine Zwischenmahlzeiten und dann schaue ich, dass ich 2-mal in der Woche mal frisch koche, wenn ich bis jetzt nicht gekocht habe. Und so beginnt man nach und nach, das alles anzupassen. Es ist viel einfacher, weil euer Körper sich auch nicht dagegen wehrt. Weil der Körper versucht, im Gleichgewicht zu bleiben und alles, was er stark verändert, sagt er, das könnte gefährlich sein und will wieder zurück zu dem, wo er war, vorher war. So, wir haben bei uns, also das Ganze, wir haben bis jetzt immer auch, wir verkaufen die Kurse auch getrennt, aber wir haben alles in ein, wir nennen es Faustformel Premium zusammengefasst. Das ist ein Abo, das alle Programme, alle unsere Videos, alle unsere Rezepte, alles, was wir haben, miteinander vereint. Und das Wichtige dabei ist, wenn dein Ziel ist, Heißhunger für immer abzustellen, es ist ein geführtes Programm, also du kommst rein und dann gehen wir mal zuerst einmal, hast du so einen kleinen Fragebogen und eben diese Protokolle, wo du mal durchgehst und sagst, okay, was sind denn die wichtigsten Dinge bei dir? Und dann, da helfen wir dir bei der Entscheidung
Und deswegen, ich weiß, manche Leute sagen, ich will an der Hand genommen werden, ich will einen fixen Speiseplan, ich will wissen, was ich essen soll. Und da fühle ich mich wohl. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, bitte keinen Speiseplan. Jetzt fängt mein Hund Winsel an. Kugel, gib einen Frieden. Nee, ist fertig. Keinen fixen Speiseplan. Ich brauch meine Freiheit. Ich möchte nicht jetzt schon wissen, was ich nächsten Donnerstag esse. Wozu wir eher tendieren. Wir sind eher die Freunde von flexiblen, freien Speiseplänen und nach Lust und Laune essen. Wir haben aber beides. Also wer sich beim einen wohlfühlt, kriegt die fixen und wer die anderen hat, macht die flexiblen. Bei den allermeisten Fällen, vor allem wenn man zu einem Gruppenstart mitmacht, also wir machen so regelmäßig, organisieren wir Gruppenstart, das heißt, da fangen mehrere Leute gleichzeitig an, die auch in der Facebook-Gruppe sich austauschen können und so. Wer da mitmacht, ist in den meisten Fällen, die nach 2, 3, 4 Tagen erzählen die immer schon, wie unglaublich das ist, wie wohl sie sich fühlen, dass einfach dieser Heißhunger auf Süßes endlich weg ist. Wir haben eine Rezeptdatenbank, die nennt sich Foodplan. Wir haben über 800 Rezepte, da sind vegane Rezepte drinnen, vegetarische Rezepte drinnen, alles Esser. Wir haben Kindertaugliches, wir haben Sachen, die man mitnehmen kann, vorbereiten kann, einfrieren kann. Also wir haben alles eigentlich dabei. Über 40 fertige Speisepläne, ob das nicht viel mehr sind, inzwischen weiß ich gar nicht. Aber was ganz wichtig ist, man kann den Speiseplan individuell anpassen und wer das möchte, könnte sich auch da drinnen echt einen Speiseplan zusammenstellen und auch eine automatische Einkaufsliste erstellen. Ihr seid auch betreut und unterstützt, weil wir haben geschlossene Facebook-Gruppen, eine allgemeine und dann zwei spezielle für das Intervallfastenprogramm und das Entgiftungsprogramm. Die sind nur für die Teilnehmer und das ist irgendjemand vom Team auch jeden Tag drinnen, meistens ich und beantworte dort auch Fragen. Beziehungsweise wer da nicht dabei ist oder sonst Fragen hat, kann uns auch E-Mail schicken. Wir lassen euch echt nicht alleine. Und was wichtig ist, das Tollste ist auch an dieser Gruppe ist, man trifft Gleichgesinnte. Das finde ich so wichtig. Man hat echt Leute, die das Gleiche durchmachen wie du oder schon hinter sich haben und man kriegt meistens innerhalb von Minuten irgendwelche Hilfenbestellungen und Tipps, auch wenn ich oder das Team nicht anwesend ist. Wir organisieren auch regelmäßig Challenges. Die verwenden wir dazu, um gute Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren und da wieder reinzufinden. Das ist Premium, ja. Und Premium ist ein Abo. Das kann man machen für einen Monat oder für länger. Und je nachdem, wie lange du dich verpflichtest, ob du sagst, ich möchte nur einen Monat dabei bleiben oder 3 Monate oder 6 Monate oder ein ganzes Jahr, ist der Preis unterschiedlich. Für ein Jahresabo kostet es ab 15,95 pro Monat. Aber Achtung, das ist mein zweites Geschenk heute. Ihr kriegt heute einen Code. Wer sich heute neu anmeldet, kriegt einen Code, der heißt HHSTOP, so wie Heißhungerstopp. Und der zieht euch 13 Euro ab. Das heißt, wenn ihr das Jahresabo machen würdet, würde es euch im ersten Monat nur 2,95 Euro kosten. Jetzt gibt es viele, die sagen, ich kenne dich nicht, ich will kein Abo, ich weiß nicht, wer du bist, aber irgendwie reinschnuppern würde ich schon ganz gerne. Da gibt es auch diesen Minikurs Gesundes Frühstück zum Abnehmen. Da erkläre ich genau, wie man Frühstücke zusammenstellt, wie man genug Eiweiß reinbringt, da sind die Eiweißlisten drinnen. Da habt ihr nicht nur das PDF mit den 7 Rezepten, sondern ihr habt, ich hab's vergessen, 20 Rezepte, auf jeden Fall waren es viel mehr, habt ihr Frühstücksrezepte drinnen. Also ihr habt das alles dabei, auch mit Videos und so. 12 Videos, Eiweißliste zum Ausdrucken, 22 Rezepte waren es, vegan, vegetarisch, alles Esser, ja, habt ihr alles im Foodplan auch online. Außerdem habt ihr das Bonusvideo, wie funktioniert eigentlich Abnehmen dabei. Dieser Kurs kostet normalerweise 25 Euro und ist, auch hier gilt der Code HHSTOP und dann kostet euch nur 12. Wichtig ist, bevor ihr euch jetzt dafür verwirren lasst, das ist selbstverständlich im Premium enthalten, weil im Premium ist alles enthalten, was wir haben und das ist ein kleiner, das ist ein Minikurs. Wir haben viel, viel, viel größere Programme da drinnen. Ja, aber auch der würde euch jetzt 12 Euro kosten, da habt ihr kein Abo. Da läuft dann nichts weiter, da habt ihr keine monatlichen Kosten, da könnte man das ausprobieren, wenn ihr da reinschnuppern wollt. Noch einmal zum Premium. Ups, das ist falsch hier. So, das Premium kostet, wenn ihr nur einen Monat dabei sein wollt, 39,90. Wenn ihr 3 Monate dabei seid, pro Monat 25, für 6 Monate 20 Euro und bei einem ganzen Jahr 15,95. Die meisten Leute machen ein ganzes Jahr. Im Vergleich dazu eben kostet der Minikurs 25. Mit dem Code HHSTOP im ersten Monat wird es dann kommen auf 26,90, auf 12 Euro, auf 7 Euro oder eben auf 2,95 oder da auf 12 Euro. Was man dabei nicht unterschätzen darf, was ich echt nochmal betonen möchte, bei uns gibt es immer, immer, immer 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt,
Im ersten Monat seid ihr sowieso zu nichts verpflichtet. Das ist nämlich die Wahrheit. Das heißt, das mit dem einen Monat mit der Bindung, das ist zwar ganz nett und das stimmt auch, ihr könnt es jederzeit kündigen. Die Wahrheit ist, ihr könnt alle Abos im ersten Monat kündigen. Weil ihr habt ja 30 Tage, um die zu kündigen. Ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das ist egal, was ihr davon jetzt macht. Ihr habt 30 Tage Zeit, euch das anzuschauen. Und wenn euch das nicht gefällt, schickt uns eine E-Mail und ihr kriegt das ganze Geld zurück, das ihr gezahlt habt. Wenn ihr dann dabei bleibt, seid ihr da, sonst danach eben, seid ihr dann bei 15,95, wäre das 12 Monate, 6 Monate, 3 Monate, 1 Monate. Oder beim Minikurs habt ihr danach keine Kosten mehr und habt den Zugang für 3 Monate. Ja? Das heißt, das wollte ich jetzt nur mal erklären, weil diese 30 Tage Geld-Zurück-Garantie einfach da wichtig ist. Ich glaube, ich habe es nochmal aufgeschrieben. Genau. Das heißt, ihr würdet jetzt zum Beispiel 2,95 im ersten Monat zahlen. Schaut euch an, ob euch das gefällt. Und wenn es euch gefällt, geht es dann weiter mit 15,95. Wenn es dir nicht gefällt, schick uns eine E-Mail von jetzt bis in den 30 Tagen und ihr seid uns wieder los. Die Julia hat einen Link für euch, falls euch das interessiert. Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, bevor ich noch gleich zu den Fragen komme, wie das bei uns ausschaut. Also so schauen die Kursinhalte aus. Ihr seht beim Minikurs sind so Sachen wie Eiweiß im Frühstück, Kohlenhydrate im Frühstück, was ist besser, Dinkel oder Vollkorn, wie kriegt man ein schnelles Frühstück, Smoothies zum Frühstück, wie gesund sind Nussmilch und Nussjoghurts, gibt es ein Eiweißpulver oder Proteinpulver, das geeignet wäre, wenn es ja, und wie macht man das? Das ist der Minikurs zum Beispiel. Aber so sind alle unsere Kurse aufgebaut, also so Kapitel und so, und dann klickt man sich da rein und dann sieht man eben sowas. Und es ist also sehr oft ein Video, kann aber auch ein Artikel sein, wo ich Dinge erkläre. Und dann würde man dann rechts, sieht man dann, wo man so ist im Kurs. Das ist der Foodplan, das ist ein Screenshot, da sind über 800 Rezepte drinnen, ist alles durchsuchbar. Man kann man kann sowieso vegan, vegetarisch alles essen. Man kann aber nach einzelnen Zutaten suchen. Also wenn ihr sagt, ich habe Brokkoli zu Hause, was mache ich damit? Oder man kann auch sagen, gut, ich brauche bitte ein veganes Frühstück, aber ohne Nüsse. Könnte man auch danach suchen. So schauen dann die Rezepte aus. Wir haben natürlich auch ein bisschen exotischere Sachen dabei, also so Quinoa und Chia und so. Aber wir haben ganz normale Sachen, Hausmannskost, die auch Kinder und schwierige Ehemänner essen. Da ist ein ganz beliebtes Frühstück drinnen, das auf jeden Fall im Minikurs drin ist. Jetzt weiß ich gar nicht mehr auswendig, ob das in eurem PDF jetzt drinnen ist. Das sind die rote Rüben-Muffins, Schokomuffins, die sind ganz beliebt. Was dabei so super ist, die kann man so schön mitnehmen. Die kann man vorbereiten, dann macht man mal ein paar davon und dann hat man die als Zwischenmahlzeit oder kann man die mitnehmen oder eben solche Sachen. Also wir haben, wie gesagt, hunderte von Rezepten, das garantiert für jeden Geschmack was dabei. Das ist das PDF mit den 7 Frühstücksrezepten. Da hat die Julia auch einen Link für euch. Wo ihr das runterladen könnt, das kriegt ihr dann gleich ge-emailt. Okay, das war die Einkaufsliste und das ist nochmal das Premium. Ich glaube, ich möchte jetzt zu den Fragen kommen. Ein paar Täuslingsstimmen habe ich. Jetzt zum Beispiel, morgen beginnt meine dritte zuckerfreie Woche und ich habe jetzt 4 Kilo verloren. Oder nach 7 Tagen, was ist passiert? Meine Haut strahlt, meine Augen, meine Haut ist straffer. 3 Zentimeter Taillenumfang verloren. Mein Sixpack ist zurück, den hätte ich selber gerne. Aber vor allem keine Zeit gelüste auf ein süßes Kaffee oder Brezen. Und das sind so die Sachen, das ist das Programm zuckerfrei. Das ist auch bei uns im Premium drinnen. Das ist das mit dem strengen Speiseplan, aber es geht eben auch das Flexible. Das sind je nachdem, was wir machen. So. Ich gönne mir nach wie vor auch mal Chips und Eis und Schokolade, aber das Geheimnis ist eben, ich gönne es mir und genieße es und stopfe mir nicht Unmengen davon in einer Heißhungerattacke in mich rein und habe dann schlechtes Gewissen. Und das ist das, worum es mir geht. Ich finde es schön, wenn ihr abnehmt und euer Wunschgewicht erreicht. Das wünsche ich jedem. Aber was ich jedem noch viel mehr wünsche, ist, dass er genießen kann, ohne den Dingen ausgeliefert zu sein und dann ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist auch eine sehr schöne Stimme. Das ist, hallo meine Lieben, ich wollte nur sagen, dass es mir nach meiner Hüftoperation sehr gut geht und dass mir nur noch 1 Kilo fehlt und dann habe ich in einem Jahr 40 Kilo abgenommen. Danke Sascha und Faustformel, Bussi an alle. Das sind eben so Zitate aus unserer Facebook-Gruppe. Hunderte, Tausende, solche Sachen. Meine Frage an dich ist, wie stoppst du jetzt deinen Heißhunger? Probierst du es alleine oder machen wir es zusammen?
Und während ihr euch noch überlegt, wie ihr das jetzt löst, euer Problem, gehe ich jetzt mal zu meinen Fragen und schaue, was ihr so an Fragen für mich habt. So. Da sagt die Andrea, ich bin heute 15 Tage zuckerfrei. Also ich gehe davon aus, dass sie bei uns jetzt im Premium dabei ist, weil da haben wir gerade einen zuckerfreien Gruppenstart gemacht und die Fastenzeit auch gemeinsam angegangen. Es geht mir so gut, keinen Heißhunger auf Süßes oder Chips. Siehst du? So schnell geht's. Also, ist die Faustformel auch für Kinder und Männer geeignet, für alle in der Familie? Ja, absolut. Super Frage, Isabel. Und zwar, wir haben sogar Familien, wo ein Teil untergewichtig ist, ein Teil übergewichtig ist und die essen alle das Gleiche und die Übergewichtigen nehmen ab und die Untergewichtigen nehmen zu. Haben wir ganz, ganz, ganz oft. Diese Ernährung, nachdem es keine Diät ist, enthält sie dem Körper nichts vor, sondern bringt ihn ins Gleichgewicht. Das heißt, Kinder kriegen die Nährstoffe, die sie brauchen, um gesund zu wachsen. Und die Mutter, die ein paar Kilo vielleicht loswerden will, wird die dabei los. Und der Mann beschwert sich auch nicht, weil ihr könnt ziemlich, also man kann so kochen, dass keiner merken muss, dass ihr ganz gesund kocht. Darf man Hanfsamenpulver erhitzen? Keine Ahnung. Weiß, also Hanfsamen, ich würde sie auf keinen Fall braten. Dazu ist es zu empfindlich. Aber wenn du die jetzt in einem Porridge mitkochst, wird nicht viel passieren. Ja, also diese essentiellen Fette wie Leinöl und Hanföl und beim Pulver ist ja kein Öl mehr drinnen, aber ob das es jetzt stabiler oder instabiler macht, weiß ich nicht. Die darf einfach nicht hoch erhitzen, aber 100 Grad, also wenn es in einer wässrigen Flüssigkeit mitkocht, wird nicht wahnsinnig viel passieren. Wenn es nicht zu lange ist, also ich will nicht stundenlang und auf keinen Fall anbraten, würde ich es nicht. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel in eine Pfannkuchenmischung reintue und anbrate, müsste man den Hersteller fragen, was sie dazu sagen. Also ich habe keine Ahnung, aber ich tendiere zu, wenn dann sanft. Es sind Eiweißshakes als Frühstück eine Alternative zu Joghurt mit Müsli? Das hängt für mich ein bisschen vom Eiweißpulver ab, weil die meisten Eiweißpulver sind furchtbar, weil sie einfach extrem denaturiert sind. Wir sind beim Fastformel-System einfach Fans von naturbelassenen Lebensmitteln und ich verwende Eiweißpulver dann, wenn ich jemanden habe, in den ich kaum was Essen reinbringe, zum Beispiel ältere Leute, die sich mit dem Kauen und mit der Verdauung schwer tun. Oder ich habe jemanden, der ganz viele Unverträglichkeiten hat. Da habe ich ein Kind gehabt und das, also und für das war einfach ein Riesenproblem, weil der hat nichts vertragen und die andere Hälfte nicht gegessen. Und dann versuchen wir halt schon, solche Shakes zusammenzustellen und solche Sachen zu machen. Sonst tendiere ich dazu, dass ich sage, ich will naturbelassene Lebensmittel und das ist ein Eiweißpulver einfach nicht. Außer ein Hanfproteinpulver zum Beispiel, das sind ja nur ausgepresste Samen, sind nur der Presskuchen, der bei der Ölproduktion übrig bleibt. Das ist ein natürliches Lebensmittel. Und das gibt es auch von Kürbiskernen und Sonnenblumenkernen. Aber ein Erbsenprotein oder ein Reisproteinpulver ist extrem denaturiert. Dafür brauchst du ein Chemielabor, um das herzustellen. Das kannst du in einer Küche nicht herstellen. Und dann ist es kein Lebensmittel mehr. Aber das erkläre ich auch ganz genau im Minikurs und in den Videos, woran man das erkennt und wo wie viel Eiweiß drin ist und wie man sich einen Joghurt mit Müsli richtig zusammenstellt. Die Claire fragt, was ist ein empfehlenswertes Frühstück mit ausreichend Eiweiß? Ja, die Variationen sind endlos. Es hängt davon ab, was du essen möchtest. Das geht auch mit, natürlich ist ein Müsli was Gutes, aber du brauchst ausreichend Eiweiß. Also mehr Joghurt oder Topfen, also Quark oder Milch, als man glaubt und weniger Flocken und weniger Obst, als man glaubt. Es könnte auch Brot sein mit einem Belag, also es geht von Käse, es kann auch Wurst und Schinken sein, natürlich die dann nicht zu oft, oder Lachs oder Hülsenfrüchte. Wir haben auch welche, die essen Suppe in der Früh, ist bei uns selten. Also wir sind schon eher bei den traditionellen Sachen, wobei ich sagen muss, dass das Frühstück, diese Porridges und diese Sachen, da war noch eine Frage, die eingereicht wurde, die muss ich noch unbedingt beantworten, nämlich die ähnliche Frage. Warte mal, ich gehe mal zurück und schaue, ob ich die gleich finde. Genau. Ich bin mir recht sicher, dass bei mir das falsche Frühstück zu Heißhunger führt. Ja, das ist eine gute Beobachtung, weil das ist bei den allermeisten so. Ich frühstücke meist Porridge oder Overnight Oats, das ist ja alles ganz in im Moment, die ich mit Nüssen, Hanfsamen, Mandelmus oder Joghurt mit Eiweiß anreichere. Als Obst nehme ich Apfel, Birne oder Orange, ich achte darauf, keine Bananen zu nehmen. Trotzdem habe ich oft Heißhunger und glaube, das süße, warme Frühstück ist nicht optimal für mich. Und das ist genau der Punkt. Auch wenn das Frühstück richtig zusammengestellt ist, für manche Leute funktioniert es nicht.
Ich bin zum Beispiel so ein Fall, bei mir darf das Frühstück, also wenn es schon eine Art Müsli ist, muss es extrem eiweißreich sein, also sehr viele Nüsse und Kerne, praktisch keine Flocken und ein bisschen Obst, aber nichts zu viel, dann geht's gerade bei mir. Aber bei mir geht es mit einem bekannten Frühstück viel besser und den meisten meiner Kundinnen auch. Das heißt, ich weiß, diese Overnight Oats, und die sind halt dann extrem gut verdaulich und gehen natürlich wahnsinnig schnell ins Blut. Die sind gesund, das ist super. Es vertragt noch nicht jeder, weil wir einfach heutzutage nicht mehr körperlich arbeiten gehen. Wenn ihr, so wie die Iren halt in der Früh, ihre Haferflocken essen und dann geht ihr in den Stall und seid bei der Kälte draußen oder arbeitet im Wald den ganzen Tag, dann könnt ihr so viele Haferflocken in der Früh essen, wie ihr wollt. Aber das machen halt die meisten nicht. Und das führt halt dann zu Heißhungerattacken. Das heißt, das erkläre ich auch im Minikurs und in den Videos, wie viele Flocken das sein dürfen. Vor allem, ihr müsst schauen, Nüsse, Hanfsamen, Mandelmus und Joghurt, es ist relativ viel, was man braucht, um da auf 15 Gramm Eiweiß zu kommen. Und meistens ist das Verhältnis, stimmt nicht ganz. Ihr könnt euch das mal anschauen, wie viel da draufsteht, wie viel Eiweiß draufsteht. Und dann müsst ihr mal schauen, wie viel ihr braucht, um auf 15 Gramm zu kommen. Ja, und dann, wenn ihr die Flocken habt und noch das Obst, das zusammen dürfte quasi maximal eine Faustgröße ausmachen, die Flocken und Obst zusammen. Und das ist halt relativ wenig. Und deswegen, das geht für manche Leute und manche Leute fühlen sich wunderbar damit. Genauso haben wir eben auch Kundinnen, die sagen, ein warmer Haferbrei in der Früh ist für mich das Beste, das hält ewig an, da ist den ganzen Tag keinen Hunger, also erst wieder zu Mittag Hunger, meine Energie ist stabil, alles super. Menschen sind verschieden. Der überwiegende Teil der Menschen, die allerdings Heißhungerattacken haben, denen geht es mit dem pikanten Frühstück besser. Weil da jetzt steht, Sascha ist kein Freund von Brotzeit. Ich habe nichts gegen Brot, ich habe was gegen dreimal am Tag Brot oder zweimal am Tag Brot. Und das ist einfach so, dass viele in Deutschland und in Österreich das kalte Abendbrot, die Vespa, die Jause, die kalte Jause, Brotzeit, wie man das Zeug heißt, in jeder Region heißt es irgendwie anders, als Abendmahlzeit haben, das ist mein Feindbild. Ich habe nichts gegen ein Brot in der Früh oder als für die Schulkinder Brot mit. Ich habe ein Problem damit, wenn sie dann schon wieder am Abend nur Brot kriegen oder ihr nur Brot esst. Das wird zu einseitig. Deswegen, ich habe kein Problem mit Brot in der Früh, aber eben mit dem ewigen Brot den ganzen Tag. Gut. Beim Brot habe ich auch Probleme, das Eiweiß zu erreichen. Das finde ich nicht so sehr, da ist es eigentlich einfacher. Ich meine, sie ist laktoseintolerant, okay, dann kein Käse. Und sie will jetzt nicht so viel Fleisch, aber da gibt es ja auch noch was anderes. Es gibt zum Beispiel Fisch. Ich meine, ich weiß, ihr denkt immer an Fisch, aber vor allem Lachs wäre zum Beispiel eine Option. Und das andere ist Eier und Eier. Ja, Eier sind super Eiweiß, hart gekocht, weich gekocht, pochiert, wir haben so Mini-Kisch, die man machen kann. Ich glaube, die habe ich auch ins PDF reingepackt. Also das wäre eine andere Möglichkeit. So, jetzt gehe ich zurück zu euren Fragen. Upsi. Wo seid ihr denn? Wo gehört Seitan dazu? Fragt die Bettina. Seitan ist... Seitan, ihr kennt doch, dass die Leute alle schimpfen auf das böse, böse Gluten. Ja? Und es ist so böse, man muss unbedingt glutenfrei essen. Seitan ist reines Weizengluten. Es ist also, wenn irgendwas schwer verdaulich ist, also wer ein Problem hat mit Gluten, darf auf keinen Fall Seitan essen. Also Seitan ist reines Weizengluten und ist reines Eiweiß. Ist aber nicht unschwer zu verdauen für viele. Ja, weil der gerade ein paar Fragen sehe zu... Ich möchte jetzt kurz noch die Frühstücksfragen rausholen, dann mache ich noch die anderen. Entschuldigung, ich muss gerade beim Durchlesen, ob da noch irgendwas dazugehört. Okay, also, dann haben wir so ein paar andere Fragen. Kann man ab und zu mal einen Tag fasten, also nichts essen? Isabel, da würde ich dich gerne auf ein anderes Webinar verweisen, nämlich Intervallfasten, wie macht man das richtig? Wir haben ein Intervallfastenprogramm, das kann sehr nützlich sein, aber dieses und hin und wieder mal einen Tag fasten ist okay, regelmäßig einen Tag fasten, nicht gut, weil wenn du das zusammenzählst über die Woche, da kommst du wieder auf Nährstoffmängel. Ja, also es ist gesund für Menschen, hin und wieder hungrig zu bleiben. Die Frage ist, wie regelmäßig das sein darf.
Das ist das, was die Astra da fragt, was heißt 16 zu 8? Das ist eine von diesen, das ist total hip, Astrid, im Moment. Das ist, wenn du 16 Stunden am Tag nichts isst und nur in einem 8-Stunden-Fenster isst. Also sagen wir mal, du isst deine letzte Mahlzeit um 20 Uhr, ist die vorbei. Dann darfst du zwischen 12 und 20 Uhr essen, aber dann lass du das Frühstück aus. So machen es die meisten. Und weil man in dieser Zeit, wo man nichts isst, der Körper eben in den Fastenmodus schaltet, nimmt man am Anfang gut ab. Das Problem ist, dass dann länger, wenn du das über Wochen und Monate machst, was viele machen, bei vielen die Stresshormone ansteigen, vor allem bei Frauen. Die Studien, die es dazu gibt, sind meistens mit Männern gemacht und da funktioniert es viel besser. Und bei den Frauen führt es dazu, dass dann das Bauchfett ansteigt, die kriegen Schilddrüsenprobleme, sind wahnsinnig frustriert und versuchen dann noch weniger zu essen und kriegen noch mehr Nährstoffmängel. Und das andere ist, dass die meisten in den 8 Stunden ja auch keine 3 Mahlzeiten essen, sondern nur 2 Mahlzeiten. Und das haben wir ja schon vorher gesehen, wenn ihr einfach wegstreichen anfangt bei eurer jetzigen Ernährung, kriegt ihr auf jeden Fall Mängel. Das ist 16 zu 8. Dann die Michaela fragt, kann es Käse auch auslösen? Meistens danach kann ich eine Tafel Schokolade essen, sonst ist es mir egal. Und das ist eben, das ist ein anderer körperlicher Auslöser, den ich heute nicht erwähnt habe. Und zwar Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist eine ganz eigenartige Sache, über die leider niemand so richtig schreibt, aber wir haben das ganz oft, also das habe ich schon in meiner Ausbildung vor über 15 Jahren gelernt und ich sehe das immer wieder, dass wenn du etwas nicht verträgst, dann kann das Heißhungerattacken auslösen. Wir hatten es einmal in einem Kurs in Leupersdorf auf Fisch. Die hat scheinbar Fisch nicht vertragen und jedes Mal, es hat zweimal Fisch gegeben und jedes Mal hat sie danach die Minibar ausgeräumt, hat sie gesagt, die halbe Nacht, weil sie nicht anders konnte. Das heißt, wenn es Käse bei dir auslöst, kann es sein, dass du Milchprodukte nicht so gut verträgst, wie du vielleicht hoffen oder meinen würdest. Probier mal aus, wenn das auslöst, dann könnte es das sein. So, kann es sein, dass mich ein 80-20-Moment komplett aus der Bahn wirft? Ich mache regelmäßig einen Cheat-Day daraus. Also, 80-20-Moment für die Leute, die noch bei der Faustformel neu sind, ist unser Wort für das Wort Ausnahme. Wir sündigen nicht, weil Sünden machen schlechtes Gewissen, sondern wir gönnen uns was. Wir haben die 80-20-Regel, die heißt, mach die meiste Zeit, also 80% der Zeit richtig, kannst du 20% der Zeit machen, was du willst. Und dazu gehören regelmäßig Ausnahmen und das berichten immer wieder Leute, die so, die noch nicht so die Schuldgefühle nicht ganz ablegen konnten oder die vielleicht auch, wo die Gewohnheiten so stark ist, dass wenn sie einmal dann eine Ausnahme machen, dass sie dann kippen und nicht wieder reinfinden ins Programm. Und da gibt es meiner Meinung nach mehrere Sachen. Einmal, ich glaube, sie warten zu lang, um eine Ausnahme zu machen und dann wird die Ausnahme zu groß. Weil du gerade sprichst von einem Cheat Day. Ich würde keinen Cheat Day machen. Ich bin kein Fan von Cheat Days. Also Cheat Day, der Schwindeltag, erstens mal ist das Wort schon schlecht, weil du schwindelst ja nicht, du gönnst dir was und es ist Teil des Programms. Und das ist eben das, du belegst dir das jetzt gerade damit, dass du jetzt betrügst. Ja, Cheating ist Betrügen. Ein Betrügertag, ein Schwindeltag, das hätte nicht sein sollen. Ja, und der Schokoladekuchen hätte sein sollen. Aber wenn du den ganzen Tag draus machst, glaube ich, ist es sehr schwierig, da wieder reinzufinden. Ich weiß, es ist in und das machen viele Leute. Ich bin kein Fan davon. Ich bin ein Fan davon, 2, 3 kleinere Ausnahmen pro Woche zu machen. Und 2, 3 kleinere heißt, dass du jeden zweiten Tag Kleinigkeit Ausnahme machen kannst. Ja, und ich bin dafür, dass jeder mindestens 1 oder 2 Ausnahmen pro Woche macht, so dass ihr in den Rhythmus reinkommt, wie das ist, etwas zu essen, wo ihr früher ein schlechtes Gewissen gehabt habt und dann einfach weiterzumachen. Muss nicht riesig sein und braucht nicht riesig sein, weil ihr eben euch nicht belohnt, dass ihr dafür brav wart. Das ist auch so, dass man belohnt sich nicht mit Essen. Ja, also man gönnt sich jetzt einmal was, aber dieses, ich habe mich kasteit und jetzt gönne ich mir was, das setzt euch von der Psyche so falsch auf, dass ihr dann immer wieder, dann esst ihr das, dann esst ihr zu viel von dem, also mehr, als ihr euch vorgenommen hattet und dann kippt ihr in dieses, jetzt ist es eh schon egal und dann findet man nicht mehr raus. Das heißt, ich würde die Sachen kleiner machen und näher zusammen, öfter und nicht hinsparen und dann voll krachen lassen, weil nach dem Krachen lassen kommt man nicht mehr raus. Irgendjemand hat vorher auch gefragt, ob Zucker depressiv machen kann. Und ja, Zucker hat extreme Wirkungen aufs Gehirn. Es ist umstritten, ob er wirklich süchtig macht, aber natürlich hat er mit Stimmungen zu tun. Und
Das heißt, Zucker wirkt auf euer Gehirn ganz, ganz, ganz stark. Es ist der Grund, warum die Leute Frust essen, warum die Leute sich ihr Dopamin, ihre Glücksgefühle über Zucker und Süßigkeiten holen. Das heißt, es hat eine ganz starke Wirkung. Und je stabiler du den Blutzucker halten kannst und je kleiner diese Ausnahmen sind, also nicht klein von Verzichten, aber die sollten eher alltäglich werden als dieses Hinsparen und Krachen lassen. Weil das, glaube ich, wirft dich ziemlich aus der Bahn. Okay, dann habe ich noch eine Frühstückfrage. Das ist die letzte Frage, die ich jetzt hier habe. Ist ein grüner Smoothie statt dem Frühstück okay? Das hängt davon ab, was in dem Smoothie drin ist. Nur weil er grün ist, nutzt man das noch nichts. Die meisten, also wir haben Smoothies in unserem Foodplan. Einige, die für unsere, also nach unseren Regeln korrekt zusammengestellt sind. Ich habe auch einen in das PDF rein da. Ich glaube, den Blue Popper habt ihr drinnen. Und da ist auch was Grünes dabei und es ist viel weniger süß, als ihr glaubt, weil man kommt sofort über die Zuckermenge, die man schafft. Es ist auch so, dass ein Smoothie für viele nicht so lange anhält, der macht nicht so lange satt. Das ist einfach so, liegt in der Natur der Sache, ihr müsst weniger kauen und es hält einfach weniger lang an. Also für viele Leute funktioniert es nicht so gut, für andere Leute funktioniert es gut. Das ist aber Geschmackssache, probier es aus. Es ist auch so, wir essen in der Faustformel so viel Gemüse, dass man nicht unbedingt in der Früh auch noch Grünzeug dabei haben muss. Ja, und es ist ein bisschen umstritten durch diese Mixerei, wie gut es wirklich ist für die Ballaststoffe, ob die nicht so zerhackt werden, dass eigentlich die Ballaststoffe damit zerstört werden, dadurch, dass es so fein zermahlen wird. Aber also, wenn du Smoothies magst und gut verträgst, ja, es muss ausreichend Eiweiß drinnen sein. Und das ist schwieriger, als man glaubt, mit natürlichen Lebensmitteln, wenn man nicht Proteinpulver verwendet. Und weniger süß, als du glaubst. Das heißt, sämtliche Fruchtsäfte und die meisten Bananen und so sind da mal gestrichen. Das ist also auch schwieriger, als man glaubt. Aber wir haben einige im Foodplan dabei und wie gesagt, einer ist auch beim PDF. So. Wenn wirklich mal Heißhunger überkommt, welches Eiweiß ist ein toller Superstar, das im Notfall hilft, fragt der Sebastian. Sebastian hat nicht zugehört. Das hilft dir nichts mehr. Wenn der Heißhunger da ist, ist er da. Du kannst mit dem Eiweiß versuchen, dass der nächste ausgebremst wird. Du stoppst den Heißhunger nicht mehr. Weil der Heißhunger ist da und der Blutzucker muss nach oben. Und das schaffst du nicht mit Eiweiß, deinen Körper daran zu hindern, dass er will, dass der Blutzucker nach oben kommt. Das heißt, du kannst jetzt versuchen, gleichzeitig auch Eiweiß zu essen, um das Ganze ein bisschen abzubremsen, deine Sättigung ein bisschen zu normalisieren und zu schauen, dass es ein bisschen hilft, aber so richtig wird es nicht funktionieren, erfahrungsgemäß. Und dann ist es egal, welches Eiweiß, es hängt ein bisschen davon ab, was du trägst und was du zur Hand hast und was du essen kannst. Weil es ist ja so, beim Heißhunger seid ihr außer Kontrolle. Und wenn ihr da Kontrolle hättet über das, was ihr esst, wäre es ja kein Heißhunger. Weil wenn du sagen kannst, ja Mensch, hättest halt Käse gegessen statt der Chips, weil es wäre wenigstens Eiweiß gegessen, dann wäre Heißhunger kein Problem, weil dann wären die Chips nie ein Problem. Ihr wisst, dass ihr die Chips nicht essen solltet. Und ihr esst sie trotzdem. Oder die Schokolade. Oder das Red Bull. Ja, und ihr tut es ja trotzdem, obwohl ihr wisst. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man euch jetzt sagt, was ihr alles hättet essen sollen oder essen können. Ich würde früher ansetzen. Ja? Okay. So, ich habe sonst keine weiteren Fragen von euch. Das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, wir erklären unser Werk für vollendet. Das heißt, wenn ihr neu seid und noch nicht Mitglieder seid bei uns, überlegt euch Premium. Wie gesagt, ihr könnt es 30 Tage herumprobieren. Wenn nicht, dann sagt es uns einfach wieder ab und alles ist gut. Und wenn ihr sagt, na, das mit dem Abo ist mir zu, da bin ich ein bisschen skeptisch. Dem Frieden traue ich nicht, dann probiert den Minikurs Frühstück. Da könnt ihr reinschnuppern bei uns und auch mal herausfinden, wie das mit dem Frühstück für euch ist. Und geht es einfach schrittweise an. Repariert mal euer Frühstück. Dann schaut euch an, was eure Baustellen sind und repariert die eins nach dem anderen. Und wie gesagt, wenn ihr dabei Hilfe braucht, sind wir gerne für euch da. Also, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal vielleicht in einer Facebook-Gruppe. Bis bald. Ciao.